Bestürzend und beschämend. Fast 7 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland werden zukünftig eine Rente von nicht einmal 1.000 oder bis 1.300 Euro bekommen nach 45 Jahren Arbeit. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich habe hier einen ganz interessanten Artikel in der Zeitschrift Die Zeit vor mir liegen. Ich zeige Ihnen das einmal und ja, ich finde das schon wirklich sehr, sehr beschämend auch für unser Land und auch für die Regierungen und auch für die Vorgängerregierungen, was jetzt hier sich an rentenpolitischer Katastrophe anbahnt, meine Damen und Herren. Und zwar gibt es hier einen Artikel in der Zeit und dort hat die vom 31.08.2024 und dort hat die Bundesregierung auf Anfrage der BSW-Chefin Sarah Wagenknecht geantwortet, dass rund 6,91 Millionen sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte mit dem aktuellen Verdienst nach 45 Jahren mit entsprechend konstanten Beitragszahlungen nur bis zu 1.300 Euro Rente bekommen werden. Das ist die Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der BSW-Parteigründerin Sarah Wagenknecht. Das Bundesarbeitsministerium weist aber darauf hin, dass die in der Fragestellung vorgegebene Annahme, einen über den gesamten Erwerbsverlauf unveränderten Lohnverhältnis unrealistisch sei. Ja, meine Damen und Herren, jetzt schlage ich mal noch eins drauf und sage ganz einfach, das sogenannte vorläufige Durchschnittsentgelt in Deutschland steigt jedes Jahr an. Wir liegen derzeit bei über 45.000 Euro Jahreseinkommen, um einen Entgeltpunkt zu bekommen. Ein Entgeltpunkt heißt 39,32 Euro Rente pro Monat pro Jahr. Das müssen Sie erstmal verdienen in Deutschland. Das ist gar nicht so einfach. Und wir sehen es ja auch in unserer Kanzlei oder in unserer Beratung, mit was die Leute für Versicherungsverläufe zu uns kommen. Nach 45 Jahren Arbeit haben die sogar noch weniger als das, was hier propagiert wird. Aber meine Damen und Herren, das ist eben auch die Folge einer völlig verfehlten Rentenpolitik. Wir haben seit fast 20 Jahren als Bundesminister für Arbeit und Soziales immer SPD-Leute an der Spitze. Jetzt zurzeit aktuell Hubertus Heil. Und wir hatten ja im Jahr 2021 im Bundestagswahlprogramm der SPD auch den Passus drin, dass eine Erwerbstätigenversicherung eingeführt werden sollte. Meine Damen und Herren, nichts davon ist passiert. Seit 20 Jahren wird an dem Rentensystem sozusagen rumgedoktert, aber in Wirklichkeit krankt dieses System und es wird ja nicht besser. Wir werden, wenn es so weitergeht, demografiebedingt deutlich weniger Beitragszahler bekommen als Rentner. Das heißt also, Rentner werden immer mehr, Beitragszahler immer weniger. Und das ist genau das Problem, was wir hier in Deutschland haben, dass es keine wirkliche, echte Lösung dieses Problem gibt. Natürlich gibt es jetzt wiederum Forderungen von irgendwelchen Professoren und Wirtschaftsweisen und Spezialisten, die jetzt fordern, Rente mit 63 abschaffen, Renteneinstiegsalter erhöhen, dann höhere Abschläge einführen und. Meine Damen und Herren, all das ist aus meiner Sicht Kokolores und wird auch gar nicht dazu führen, diese Probleme zu lösen, sondern das wird eher die Probleme noch verschärfen. Denn wenn ich die Rente mit 63, die abschlagsfreie, abschaffen möchte, dann werden die Leute den Umweg gehen und über die Altersrente für langjährig Versicherte in Rente gehen und dann höhere Abschläge in Kauf nehmen. Das wird wiederum bedeuten, dass die Menschen dann immer weniger Rente haben, weil ja die Abschläge dann immer höher werden. Das ist ja auch klar. Alle diejenigen, die 1964 geboren sind, müssen schon einen Abschlag von 14,4% in Kauf nehmen, wenn sie mit 63, also mit Vollendung des 63. Lebensjahres in Rente gehen. Und im Osten ist es ganz besonders schlimm. Da trifft es dann fast jeden Zweiten, der hier eine Rente weniger als 1.300 Euro haben wird. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass dass mit der Wende viele Menschen hier einen sozialen Abstieg erfahren haben. Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe und vieles andere mehr drückt sozusagen das Renteneinkommen. Ja, und die Wagenknecht, Frau Wagenknecht greift auf Basis der bei der Anfrage ermittelten Zahlen indirekt den für die Rente verantwortlichen Arbeitsminister Heil an und sagt, seit 1998 stellt die SPD mehr als 20 Jahre die für die Rentenpolitik zuständigen Minister.
Und Wagenknecht versprach, mit dem nach ihr benannten Bündnis solle eine Rentenversicherung wie in Österreich kommen, in die alle Beschäftigten einzahlen, auch Politikerinnen und Politiker und auch Beamte. In Österreich liegen die Renten ungefähr 800 Euro höher als in Deutschland. Ja, meine Damen und Herren, wenn man sich das alles mal auf der Zunge zergehen lässt, dann kommt man ganz schnell darauf, dass viele Menschen in Deutschland zukünftig in Altersarmut leben werden, obwohl sie fleißig gearbeitet haben. Hingegen Politikerinnen und Politiker mit 4 Jahren Bundestag oder dann mit 8 Jahren Bundestag 2000 Euro Altersruheansprüche erworben haben und das in keinerlei Verhältnis zu dem steht, was Menschen in Deutschland hier mit fleißiger Arbeit nach 45 Jahren an Rente bekommen. Das ist ein absoluter Witz. Und deshalb sage ich nur eines, wir brauchen eine armutsfeste Altersrente, eine Erwerbstätigenversicherung, in die alle einzahlen. Und dann haben wir auch in Deutschland keine Probleme mit der Altersarmut. Und da müssen wir uns auch mit diesen ganzen unsinnigen Forderungen anderer Professoren aus München nicht herumärgern, die jetzt schon wieder fordern, dass die Rente mit 63 abgeschafft wird, vielleicht auch noch die Mütterrente abgeschafft wird und auch noch die Abschläge erhöht werden. Das sind alles Dinge, die letzten Endes zur totalen Verunsicherung der Menschen in Deutschland beitragen. Also meine Damen und Herren, Hände weg von der gesetzlichen Rente, Profis müssen ran, Leute, die etwas davon verstehen und vor allen Dingen, es muss auch endlich mal der Wille der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland beachtet werden, denn die Leute wollen, die Mehrheit der Deutschen will die Einführung einer einheitlichen Erwerbstätigenversicherung und auch gleichsam die Einführung einer Bürgerversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knüppel.